Achtet auf den Becky. Der geht zu den Steinen. Jetzt weiter nach vorne, jetzt weiter nach vorne, jetzt weiter nach vorne. Die Stadt ist so schnelllebig. Dann soll wenigstens das Gespräch nicht so schnell sein. Haltet rein, reinhalten, reinhalten. Reinhalten, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ewa. Feucht, 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 feucht. Hab ihn. Weiter, 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 rechts rum. Zweimal in den Sieg gekollt. Dreh dich um. Hab einen, komm vor. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zurück auf diesen Kanal. Schauen wir uns an, was Lloyd so treibt. Okay, Gustavo, bleib mal stehen. Ich übernehme. Wie, willst du fahren? Dann? Okay, komm, Gustavo. Ich komme. Das ist einer, der Eier hat. Ist der Wecki jetzt da oder nicht? Genau so, Lloyd! Nein, Wecki. Warte kurz. Ich muss Pakete anmachen. Ich muss Pakete anmachen, sonst weiß ich nicht, wo die sind. Ich stehe hier einfach. Rede mal, Löwe. Gott, vollste Konzentration, kommt mit. Kann sein, dass sie links von uns sind. Seid vorsichtig. Die fahren jetzt über SG lang Richtung Richtung Windpark. Fahren über SG Richtung Windpark, Callers geflippt. Fährt weiter. Einfach Kiki. Sind jetzt über dem Berg, über dem SG. Hier hoch. Wir fahren hier hoch. Was ist komplett hinter euch? Die Hand euch. Was ist komplett hinter euch? Was ist weiterhin komplett hinter euch? Fahrt hoch. Komplett hinter euch die Masse. Nach links. Die hat einen Arsch auf euch, die kommen weiter. Gab's First Contact? Habt ihr geschossen? Die fahren rechts hoch jetzt. Ey, wurde geschossen, ja oder nein? Ich brauche einen Funk. Okay, wir müssen aussteigen. Wir steigen jetzt aus. Wir müssen direkt aussteigen. Wir steigen hier beim Hangar aus. Die kommen hinter euch. Steigt hier aus. Die geben Kiki hinter euch. Die sind komplett Kiki hinter euch, jetzt beim Hangar, fahren weiter. Die fahren weiter Richtung Sandy, Innenstadt. Ja, das sind die. Haltet mal ganz kurz hier. Haltet mal überall ganz kurz hier. Wir steigen Hintergleise aus jetzt. Hintergleise jetzt, Richtung Santerberg. Okay, kommt mit. Wir gehen weg, wir gehen auf die andere Seite. Wir gehen zu den Steinen. Die laufen weiter an den Gleisen, Richtung Santerberg weiter. Achtet auf den Becky, wir gehen zu den Steinen. Zwei von euch bleiben hier und halten Right Peak bei den Steinen. Die anderen kommen mit. Nur zwei bleiben dort. Zwei halten. Die anderen kommen mit. Die klopfen die Schienen rüber Richtung zu diesem kleinen Berg, der hier ist. Kommt mal hier ganz hoch. Wir müssen kurz gucken, wo die sind. Bei dem kleinen Berg. Kommen Sie zu den Steinen? Da sind drei, vier Leute relativ flitte von der Masse. Wohin laufen die? Weiter sind wir zum großen Stein, laufen Richtung hinten Airport. Also Richtung hinten, vom Airport. Bruder, wohin laufen die? Laufen die nach Afghanistan, ja? Folgst du, über den großen Berg, genau vor euch hier. Was ist denn das? Becky ist auch bei denen. Ist das denn Becky? Ey, die sind bei den Steinen. Geht mal weg von den Steinen. Kommt mal hier nach links, nach oben. Links nach oben, damit sie kein Ding haben. Range. Gibt unserem Auto Deckung, gibt ihm Deckung. Der Becky kommt weiter zu euch, der hat dicke Kuhle, der kommt weiter zu euch. Masse läuft weiter. Die Masse läuft weiter Richtung Boote. Becky fährt wieder Richtung hinten Airfield zum Schluss. Die Masse läuft weiter hoch zu den Booten. Kommt mal hier, tief unten. Ja, unter Berg. Einer hält bei den Booten noch. Einer bleibt bei den Booten und hält da. Der ist zwischendrin. Ich sehe sie. Wartet mal. Die machen sich breit auf dem Berg. Da vor uns sind die. Vor uns. Breit auf dem Berg. Ein paar gehen auch runter, ein paar probieren rechts runter. Okay, kommt mal mit. Wir gehen wieder zurück. Und ja, gleich crossen wir nach rechts. Nach links. Die machen sich breit. Und jetzt crossen. Wir können nicht mit Wind. Jetzt rüber. Die haben keine Range. Jetzt rüber. Jetzt, haltet. Die sind da. Lauf weiter nach rechts. Weiterlaufen. Ihr müsst weiterlaufen. Die nehmen euch Zange, Jungs, die wollen euch Zange. Weiterlaufen, jetzt vor mir. Macht es komplett hinter euch jetzt. Die wollen euch Zange nehmen, Jungs. Genau bei den Booten drauf, weiterhin bei den Booten. Immer noch bei den Booten drauf, Jungs. Macht es bitte bei den Booten, die sind komplett verteilt bei den Booten. Weiter rechts laufen, nach rechts. Und jetzt wieder zu den Bäumen. Jetzt weiter nach vorne. Die laufen weiter nach hinten. Jawohl, Jungs, die laufen weiter. Noch einer. Habt den!
Komm! Ja, das war's, glaube ich. Stark. Was los, Chad? Einstein. Wow, was ist der Licht hier? Haben wir was angestellt? Ich bin nur da, berührt uns. Wir würden nur interessieren, wie ist das entstanden so? Einfach nur so. Ja, ich kann es euch erklären. Wer seid ihr denn? Was ist das denn? Das ist Elite Hardbacker, also halt deine Hey, wie geht's euch? Ach Spaß, ich liebe sie über alles. Wie gesagt, ich nehme das, ich mach da ein Ding. Wir gehen stark davon aus, dass die Fake Menace Himura den Auftrag gegeben hat, gegen uns immer und immer wieder zu agieren. Die haben heute mehrere Male unsere Männer festgenommen, ausgezogen und niedergeschossen. Daraufhin habe ich das heute bei der Tafelrunde angesprochen und sagte, ob ich ihn an den Haaren ziehen soll, weil er das macht. Das hat ausgereicht, dass er gegen uns Krieg führt. Deswegen festigt es umso mehr meinen Anschein nach, dass er mit denen zusammenarbeitet. Ich kann natürlich falsch liegen und er ist einfach nur verrückt. Aber es macht für mich keinen Sinn, dass er grundlos unsere Männer festnimmt und auszieht aus dem Nichts. Ja, könnte interessant werden. Vielleicht kommt es raus, aber wir beobachten uns das einfach mal. Ignoriert uns, macht euer Ding. Wir sind Geister. Verstanden. Der, wir haben verloren, weil die andere Masse sich eingemischt hat. Mir ist scheißegal, welche Masse sich eingemischt hat. Aber Leute, hast du Wenn das Jackson Lee sich seltener Jackson würde, statt zu kämpfen, dann würdet ihr auch mal eine Chance haben. Große Worte für einen kleinen Mann. Wer ist der Ranghöchste von euch? Scheinbar versteckt sich ja Himuru. Er versteckt sich nicht, Bagheera. Nicht vor dir. Ich habe das Gefühl, dass er doch mehr Ähnlichkeit dann zu Sergio Mendes hat und deswegen so eng mit ihm zusammenarbeitet. Warum bist du so vernarbt auf diesen Sergio Mendes? Was hat er dir getan? Weil er ein größten wahnsinniger Narzisst ist, der denkt, dass die verdammte Stadt ihm gehört und alles, was er machen will und tut, das Richtige ist. Er sagte mal zu mir, stirb in meiner Welt, stirb in deiner Welt oder lebe in meiner. Und jetzt zeige ich ihm, erkläre ich dir. Gestern habt ihr ihn niedergeknallt. Hatte den Auftrag von Rita. Ja, hol ihn noch mal bitte rüber. Kurze Zeit später, komischerweise, fängt ihr auf einmal an, gegen uns zu agieren. Bewusst. Nach dem Gespräch mit Sergio Mendes. Also frage ich mich, wieso? Wieso? Noch einmal für dich zum Mitschreiben. Bei uns in der Familie gibt es keinen verfluchten Adriano. Niemand hatte den Auftrag, euch anzugreifen. Hast du eine kleine Forderung gestellt, Lloyd? No. Ich will erst mal herausfinden, was Sache ist. Alles klar. Wollt ihr mir erst mal die Fesseln abmachen? Wieso sollte ich das tun? Nun, wir haben auch dir die Fesseln abgemacht. Aber alles okay. Ihr habt mir die Fesseln abgemacht, weil ihr wolltet, dass ich auszahle. Ja, zumindest haben wir das, hey? Nicht, weil ihr es wolltet. Weil ihr Respekt habt. Bagheera. Du verwechselst uns, glaube ich, mal. Mit wem? Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, welcher Hund vor dir Respekt hat, aber mit denen verwechselst du uns. Anscheinend so. Wir haben keinen Respekt vor dir. Ich verstehe. Mein Fehler. Wieso manche andere? Ich frage dich jetzt nochmal. Wieso seid ihr vernarrt, Sergio Mendes zu unterstützen? Ich weiß nicht, was du da dir einbildest. Wenn Sergio Mendes ein Narzisst ist, hast du auf jeden Fall auch eine verzerrte Wahrnehmung. Oder du versuchst dir hier irgendetwas aufzubauen. Ich habe keine Ahnung, woher die Eier und weshalb du den Konflikt mit uns eingehst. Ich besitze aber ich keine bin der Cojones. Auf der Spur. Doch, du machst das mit Absicht. Ich besitze keine Cojones. Die wurden mir damals in Mexiko abgeschnitten. Ich besitze keine. Wie ist der Name? Ja, besser so. Wenn die da hinten mal kurz nicht mitreden, wenn die Erwachsenen reden. Tatsächlich ist er sein Leader. Tritt nach vorne, Onkel Liro. Tritt nach vorne, Onkel Liro. Auch du darfst hier reden. Tritt nach vorne, Onkel Liro. Essen und trinken kannst du doch lassen. Lass mich was geht's? Komm nach vorne. Die sollen sich nehmen, was sie brauchen. Ich bin ganz vorne. Du klebst also, dann mal Schritt nach hinten. Nein, alles gut. Also verstehe ich das richtig? Dein Atem macht mich geil. Okay, ihr könnt gleich miteinander Sex haben. Lasst mich ausreden. Hör zu, Leute. Nein, ich habe eine Frage zuerst. Gehst du davon aus, dass ich einfach nur den Krieg mir aus dem Arsch ziehe? Nicht weil ich aus dem gegen Arsch. Euch kämpfen will? Nein. Was dann? Du hast irgendetwas vor. Und dabei dreht es sich die ganze Zeit um Sergio Mendes. Welche Rolle wir da drin spielen, weiß ich noch nicht. Aber auch das wird eines Tages ans Licht kommen, Bagheera. Aber bitte. Zu deinem Höllenfeuer. Wie heißt du mit dem pinken Haaren? Ich bin Tibet Himura.
Tibet, ich dachte, die Himuras sind eine ehrenvolle Familie und nicht die Köter von Sergio Mendes. Schon wieder, schon was wieder. Was ist aus euch geworden? So, die Köter auch von Sven? Ja, ja. Fakt ist, ihr wollt uns das irgendwie anhängen. Ich weiß aber immer noch nicht, warum. Ich will euch das nicht anhängen, um Gottes Willen. Was wollt ihr uns hier andrehen? Mason. War das dieser Rothaar, der da gerade steht, oder war das der andere Rothaar, der vorhin da war? Den wir mit diesem Adriano mitgefangen haben. Weiß ich mir genau, aber der da hinten, der vorletzte von der hinteren Reihe, der hat mich vorhin auf jeden Fall am Anwesen abgeknallt vorhin. Hm. Der mit der Schiebermütze. Tritt nach vorne. Er ist taub. Wer ist taub? Wir müssen Zeichensprache. Genau. Also, nehmen wir mal an, du hast recht. Und du weißt wirklich nichts davon. Dann hat doch dein Mann gegen eure Regeln gespielt. Ihr wisst doch nicht mal, welcher Mann. Er steht doch gerade vor ihm. Du meinst... Er könnte doch vor jedem da stehen. Warte mal. Emir haben wir gerade vor 2 Minuten eingestellt, Balka. Keine Ahnung, was ihr von uns wollt. Ich sag's dir nochmal, Leute. Du spielst ein dreckiges Spiel. Jetzt verstehe ich. Ihr dürft mit allen Mitteln nicht die Wahrheit erzählen. Doch ich gebe euch einen guten Rat. Ihr habt mit mir den besseren Verbündeten. Und das wird die Zukunft zeigen. Ich habe kein Interesse, gegen euch zu kämpfen. Aber ich werde die Jungs hier beschützen. Wir werden sehen, ob du das kannst, Lloyd. Das kann ich. Vielleicht nicht jetzt. Aber das kann ich. Da gebe ich dir mein Wort drauf. Gut. Ein dummer Mann sagte mal, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Aber ein weiser Mann sagt, die Zeit hat alle von... Was sagt er? Er kann selber nicht mal ernst bleiben, oder? Seht ihr, dass er... Leute, das war schon wieder zu viel für ihn. Er kann sich selbst nicht ernst auf jeden Fall Zitat Ende. Wie Zitat Ende? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Alle reden über die Zukunft. Was machen wir jetzt? Ich würde dafür sein, das war so klar, dass du ich mich lachen musste. Und wir uns in die Arme nehmen und etwas rummachen. Onkel Jano, was ist das für eine Vorstellung hier? Die ist richtig geil. Ist ja pervers, Mann. Oh, ja. Onkel Iro hat einfach Vorlieben. Sei nicht so närrisch. Verdammt, ich hab eine Schwäche für Männer mit Katzen. Wir machen das folgendermaßen. Ihr macht uns frei. Wir gehen nach Hause. Redet mit unserem Sensei. Redet. Und dann melden wir uns. Oh, der sich überhaupt versteckt, dieser Sensei. Hat Angst bekommen. Wo ist der? Ich glaube, er wurde von Notfallmediziner mit nach Hause genommen. Hat das so wehgetan, dass ich ihn abgestochen hab? Kann gut möglich sein. Wie hat's denn bei dir geschmeckt? Ich hab's überlebt. Redet mit Sensei. Dann wird auch unser Sensei das überleben. Und er soll weise darüber nachdenken. Unser Sensei ist auf jeden Fall stärker. Unser Sensei ist auf jeden Fall stärker als dein Haarwuchs, Bakayero. Das ist gut. Also lange leben. Wir haben noch viel vor mit ihm. Oh, scheiße, da war brutal. Tibet war gut. Wie sieht's aus, Leute? Dann, Onkel Jaro, bist du Piskoto? Piskopot oder was? Was machst du denn? Perverse Malekette die ganze Zeit. Zappach? Nani? Okay. Mach mal wieder ein bisschen Zappach. Also, Leute, wie sieht's schon aus? Gesagt, geht nach Hause, feiert mit euren Freunden, trinkt euer Wein und redet mit eurem Sensei. Der weisere Verbündete und der bessere für den großen langen Krieg bin ich. Denkt darüber nach. Ist Wartetten dabei? Er steht doch an meiner Seite. Achso, okay, dann versuche ich das. Wie weise Worte. Sie können gehen. Ja, perfekt. Ey Leute, hat jemand schon mal gesagt, dass du eine Schlaftablette bist? Wirklich, wenn man dir zuhört, man muss einschlafen einfacher. Nun ja, Jackson Lee, die Stadt ist so schnelllebig. Dann soll wenigstens das Gespräch nicht so schnell sein. Gut. Voila, Jungs, auf jeden Fall, ich hab 3 Leute von euch geholt. Ich hab extra sogar 2 Leute geholt. Voila, stark. Becky gedrückt, Jungs. Ich schwöre, ich hab so Ding gehabt, ey. Wisst ihr, wie viel Adrenalin ich hatte beim Callen? Ihr wisst gar nicht, wie viel Adrenalin ich hatte beim Callen. Mein Herz hat so hat es gemacht. Alles sagen. Hallo Leute, seid ihr Menace 1 oder Menace 2? Wir sind Menace. Wie heißen die anderen? Meinst du die Fake Menace? Von Sergio? Warte mal ganz kurz, bin ich jetzt irgendwo angekommen, wo Spider-Man auf Spider-Man mit dem Finger zeigt? So ein Ding ungefähr, sehe. Okay. Ist hier diese Menace von Sergio Mendes? Hier ist nicht der Heinz. Auf Sergio, diesen narzisstischen, größenwahnsinnigen. Dieser Echo de Puta denkt die ganze Zeit, die Stadt gehört ihm und wird von jedem dumm und dämlich. Und dann weint er und dann sagt er, ich stehe jetzt eine Woche nicht mehr auf. Rede. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Natürlich. Wenn ihr Menace seid, dann bin ich ja bei euch gerade richtig. Korrekt, wir sind Menace.
Ein Mann von mir wurde von euch vorhin umgefahren. Ein Mann von euch wurde von uns gerettet? Nachdem er überfahren worden ist? Nicht von uns. Aber ist er dabei? Aber mein Mann... Yeah. Nari war das. Ja, möchtest du auch erzählen, was passiert ist? Ja, hallo. Rede. Ich stand auf der Straße, auf einmal kommt ein Auto. Das sah so aus, wie da hinten. Man hat mich einfach überfahren. Da habe ich 2-3 Minuten Schwarzhaugen gehabt. Und dann wurde ich von einem von diesen hier, wurde ich stabilisiert und zu dem Anwesen gebracht und Medic gerufen. Also habt ihr ihn sogar gerettet? Sie. Also, die haben gesagt, die haben keinen Revolter, der so aussieht, sondern okay. Das waren die anderen. Klingel mal bei den anderen Menes, vielleicht war es ja von denen einer. In dem Moment hatten wir keinen Revolter, der so aussieht. Weil da war in dem Moment ein Revolter-Türen und da habe ich ihnen ja auch gezeigt, dass kein Revolter hier am Anwesen war. Leute, warum ist das überhaupt passiert, wie das passiert ist? Ich verstehe das nicht. So oder wollte das so? Dass es Menes 1 und Menes 2 gibt. Korrekt. Habt ihr auch Krieg miteinander? Noch nicht. Aber bald. In 24 Stunden. In 24 Stunden. Korrekt. Ich wünsche euch da viel Erfolg. Wenn ich jetzt Probleme mit dem Namen Menes habe, komme ich auf euch zu oder auf die von Sergio Menes? Also wenn ich ein Problem mit Menes hätte... Wenn ich ein Problem mit offiziell Menes habe, komme ich zu euch oder zu Sergio Menes, Menes? Für mich wäre das, wenn ich du wäre, für mich wäre das kompliziert. Ich würde beide auszahlen lassen. Also würdest du an meiner Stelle dann sagen, beide sollen auszahlen? Korrekt. Gut. Warum soll ich mir die Kopfschmerzen machen und herausfinden, welcher Pendejo das von denen war? Ich f*** einfach beide. Rede, das gefällt mir. Deswegen bist du ein Mann, Leute. Gut, dann lade ich euch die Tage zu einer Tafelrunde ein, dann möchte ich, dass Sergio Menes sich entschuldigt und dass du dich entschuldigst. So sei's. Sehr, sehr gut. Sollte es nicht passieren, werde ich wieder vor eurer Tür stehen. Obwohl ich noch nie vor eurer Tür gestanden bin, obwohl ich vor Menes ihrer Tür stehe. Eine weitere Frage. Euer Mann wurde ja von Menes überfahren und wir wissen jetzt nicht, welcher Menes das war. Wie verbleiben wir da? Also ein Menes überfährt und ein anderer Menes holt ihn hoch. Also wurde ihm geschaden und wieder hochgeholt. Korrekt. Dafür, der alte Serg würde sagen, ich Menes. Also beide, wie der alte. Hast du dich verändert? Bitte verändere dich nicht genau jetzt, wo ich einen Plan führe. Nein. Ich werde keine Kriege führen. Weißt du, das Problem ist, wenn ich einen Krieg führe, dann fangen die Leute an, wieder zu weinen und sagen so, hey, Sergen. Ich stehe eine Woche nicht mehr auf. Meinst du das? Ja, genau, ja. Und ich das möchte, ist Sergio. Ich stehe jeden Tag auf. Ich möchte keine Leute zum Weinen bringen. Das möchte ich nicht mehr. Den bringt man immer zum Weinen. Es ist nicht schwer. Er ist ein Narzisst, wenn er nicht ich das bekommt, was er will. Gebracht. Ich bin jeden Tag trotzdem aufgewacht, Sergen Lopez. Das stimmt. Okay, also soll ich euch dafür auseinandernehmen, dass ihr einen Mann von mir überfahren habt? Verstehe ich das richtig? Wenn du möchtest den Sergen. Also ich kenne den Sergen nur so, dass er auf jeden Fall Menes dafür bestrafen hätte. Du möchtest von mir bestraft werden, sag's einfach. Du möchtest von mir bestraft werden. Nun ja, ich möchte, dass Menes bestraft wird. Das heißt, es müssten beide aber immer wenn dasselbe. Ich Menes bestrafe, dann bist du Menes. Und dann müsste ich dich bestrafen. Ja, korrekt. Solange du dann die Fake-Menes da auch bestrafst, nehme ich Sinn. Deswegen also, entschuldige ich mich doch auch, weil ich bin ja auch Menes. Also muss ich mich ja auch entschuldigen. Theoretisch, du möchtest, wenn ich dich möchtest aber im Gegenzug auch, dass ich Fake-Menes. Ja, weil Fairness. Weil du nicht ja weißt, wer das aber war. Die Welt war noch nie fair. Also willst du mich bestrafen, wenn die Scheiße bauen, dann gibst du ihm ja oder, die Karten, oder, was er möchte. Oder theoretisch, ich suche mir dieses Menes aus, was ich möchte, die ich möchte. Das könntest du tun. Das würde mir auch in die Karten laufen. Ja, mach, wie du es für richtig hältst. Du wirst schon wissen, was richtig und was falsch ist. Larry, komm mal her. Dann fange ich einfach mal ganz gediegen an. Leute. Diesen Mann. Habt ihr Schaden zugefügt? Wir haben ihn gerettet, aber dadurch, dass du nicht weißt, welcher Menes es war, verstehe ich deine Ansicht. Warte mal ganz kurz, wer ist denn der Glatzkopf neben dir? Mein Name ist Pinko die Wacht, Sergen. Was geht bei dir? Alles klar bei dir? Du bist Menes? Ja. Ich bin Patron von Menes. Was sagst du? So ein Ding ist das. Ist egal. Also, ja, solange zumindest Marcel Heeres nicht da ist. Zusammen hier. Ja, er meint halt, solange Marcel Heeres nicht da ist. Ja, ja. Das stimmt. Ist Marcel Heeres in diesem Menes? Ihm gehört Menes. Sergio Menes Menes oder euer Menes? Ihm gehört Menes. Rein theoretisch gehören ihm beide Menes. Menes ist seins. Du musst dir vorstellen, Sergio, das ist wie eine McDonald's-Filiale.
Nicht eine Filiale, es ist eher so ein Franchise, was so... Ja, das kann man auch so sagen. Und dann möchte ich euch zwei einmal bitten, dass ihr euch mal bei Larry entschuldigt. So können wir erstmal anfangen. Was ist denn passiert? Was habe ich verpasst? Was ist passiert, Larry? Haben wir... Menes hat Larry überfahren. Ja, unsere Leute sind anständige Leute. Wir sind das Gute, Menes. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber wenn es wirklich so ist, ist eine andere Sache. Ich habe eine Frage, Sagen. Ja? Du musst natürlich nicht antworten. Aber ich würde mich sehr freuen. Wirst du die anderen Männer, die ihn wirklich überfahren haben, dieselbe Forderung stellen? Natürlich. Vor allem nachdem er so getan hat, als wäre er stärker als die OGs. Er ist niemals stärker. Das wissen wir alle. Niemals ist er stärker. Niemals. Aber es wäre schon mal super, wenn ihr einen Anfang macht und auf Larry zugeht und wenn ihr euch zweimal gerade macht, dass ihr die Stoßstangen küssen müsst. 100%ig. Larry, sorry. Larry, war nicht so gemeint, wirklich, aber ja, deswegen wollten wir dich retten. Wenn das wirklich einer von unseren Männern war, Larry, das tut uns leid. Definitiv. Gut, dann haben wir die Sache schon mal geklärt. Also sollte ich zukünftig Probleme haben, werde ich einfach auf euch beide zukommen und ich werde euch beide einfach dieselbe Forderung stellen und einfach Doppelschnapp machen. Dann hoffe ich natürlich, dass niemals irgendein Menace von der Fake Menace random auf euch schießt. Das wäre echt schade, weil dann müssen wir auch auszahlen. Ja, richtig. Korrekt. Also Menace... Leider nicht weiß, welcher Menace das war. Also Menace 1, dann baut am besten keine Scheiße. Das hoffe ich natürlich. Gut. Dass die sowas dann niemals ich, dann, das hoffen wir mal alle hier. Natürlich. Ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank. Und schönen Bauch hast du bekommen auf jeden Fall, Sergen. Du lässt es ja, gut gehen. Und du hast eine schöne Glatze bekommen. Wir haben denselben Feind, Sergen Lopez. Und ich werde dafür sorgen, dass eine Hinrichtung kommt. Meine? Nein. Von Sergio Mendes. Achso, ja, das kannst du machen. Und selbst das wenn es mich Funk? Kosten würde. Ja, Bruder. Sergio Mendes unter meinen Eiern. Ja, ist ja, wäre cool. Geil, 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 geil. Okay, Jungs, macht die Autos ready. Hola, Sheriff. Was geht, Leute? Ja, macht nicht viel. Wir wollten gerade in den Krieg ziehen. Gegen wen? Gegen Himura. Wir gehen davon aus, dass sie mit Sergio zusammenarbeiten. Mit Sergio? Ja, aus dem Nichts greifen sie uns den ganzen Tag schon an und jetzt führen wir Krieg. Ihr führt jetzt Krieg gegen Himura. Wir sind gerade da lang gefahren, der hat sogar eine Lange dabei gehabt. Was hat er gehabt? Eine Lange. Der hat aufstellen links an der Wand gehabt, wir fahren dabei, haben geklingelt. Ich, was hat der denn da in der Hand? Ja, einfach Langwaffe, ja. Er hat Langwaffen? Ja. Interessant. Eine. Also hat er auf jeden Fall gehabt. Gut zu wissen. Ich kam gerade vom Krankenhaus. Was, wo haben die alle das her, Bruder? Hier fahren Leute mit Uzi Muzi und sowas rum, ja? Von Elita. Die von Elita, können wir uns auch sowas da holen, oder? Das könnte gut möglich sein, das kann passieren. Wieso, habt ihr schon Erfahrung damit gemacht, oder? Ja, wir besitzen auch 5. Dann gib mal doch mal eine ab. Wenn du einen Krieg gegen Sergio Mendes anfängst, gebe ich dir sogar 4. Ehrlich? See. Kommt sowieso bald. Das ist ein gutes Angebot eigentlich, ne? Sicher. Was, welche sind das denn? Tex. 4 Stück. See. Ich überlege mir das. Ich sag dir Bescheid. Okay. Ja, mein Deal. Wir wissen sowieso, dass er jetzt gerade im Urlaub ist, deswegen... Der beste Zeitpunkt, um ihn zu brechen. Na, ihr wollt warten, bis er zurück ist. Aber ihr vergesst eine Sache. Der Krieg geht so lange weiter, bis der 12er ausbezahlt. Das heißt, er kann so lange sie brechen, bis Sergio Mendes zurückkommt. Stimmt, das ist ein guter Hinweis, ja. Na, jetzt stellt die Kolonne auf. Das hier mit diesen schwachsinnigen 3 Tagen ist er jetzt weg. Korrekt. Guck das ist mal, gut. Ne? Wir nutzen jetzt ein paar Tage noch aus, haben bei der Munitionsroute noch ein bisschen Schutz, ne? Machen ein bisschen was draus. Und danach haben wir sowieso ein paar Sachen vor uns. Das heißt, okay, lass uns losfahren. Komm mit. Sind die auf Dächern? Nein, ne? Nein. Also die laufen entweder, also unten rum überall. 3 Autos haben die und der Becky ist schon losgefahren von denen. Okay, dann passt auf, hier rechts, links, könnte ja immer sein. Die kommen von Kirche. Ja, also da fahren die jetzt richtig. Also in die Richtung fahren sie zumindest, da sind sie das letzte Mal auch hingefahren. Haben wir einen Heli über uns? Nee, deren Heli ist zu spät losgeflogen. Okay, kommt mal mit, kommt mit. Hier links hoch, bei der Kirche. Die fahren immer auf dem Highway, die sind jetzt beim Waffenladen. Haltet hier Arsch. Komplett Kiki, die fahren weiter, die sind jetzt kurz vor der Brücke vor euch. Sie sind jetzt hier, ne? Kurz vor der Brücke vor euch. Da sind sie, haltet rein. Genau unter Kirche jetzt. Genau reinhalten, sehr gut. Ewa, genau so. Machst du von denen der Tabakfarm und der Caller von denen liegt im Wasser. Einer ist genau unter euch. Okay, hier runter, unter uns. Hier, vor mir, holt ihn. Genau unter mir. Hier, holt ihn. Komm schon, ihr müsst ihn holen. Gut, sehr gut.
Gott, wir steigen direkt hier aus. Wir steigen direkt hier aus. So, der Masse ist hinter Tabakfarm und läuft runter Richtung Wasser. Masse läuft Richtung Wasser runter. Hinter Tabakfarm. Wo ist einer? Wo ist einer? Holt ihn! Was denn, Bruder? Ich hab ihn. Okay, sehr gut. Kommt mit. Okay, kommt mit. Oh, hey, das ist Afghanistan, wo die sind. 9, 10, 11, 12 Mann, glaube ich, die Masse. Die wollen dort alle Ride Peaks halten. Becky, wir brauchen euch dann von hinten. Die splitten sich ins Karawandorf. Ja, die splitten sich ins Karawandorf rein. Ja, die rennen weg halt, wie Pussys. Alles cool, wir kommen hinterher. Die sind unten am Strand. Masse von denen ist unten am Strand und ein paar sind ins Karawandorf reingerannt. Komm mit. Es wird jetzt gleich Range geben. Die laufen hinten rum. Weiter Kreis, am Strand ist die Masse. Die Masse läuft hinten am Strand lang. Da vorne sind sie. Ihr müsst sie sehen. Kommt vorne zu euch. Hinten, die Masse läuft von euch aus gesehen nach rechts. Jetzt okay, genau kommt hier runter. Wir müssen hier runter. Die wollen dort Ride Peaks halten. Ja, die halten da alle. Hey Leute, mach einfach rechts runter. Wir halten die andere Seite. Arschüsse? Rechts? Also wenn ihr andere Seite bittet, könnt ihr die eigentlich dicke Zange nehmen, Leute. Ja, machen wir auch. Ich muss kurz abchecken, wo die ungefähr sind. Kommt mal mit. Macht euch bereit. Masse ist unter meinem Heli. Wenn ich liegen sollte, immer rechts laufen. Immer rechts rum, wenn ich liegen sollte. Achtung beim Schreien. Vor uns. Zwei Leute vor euch. Weiter pushen. Kommt mit nach vorne. Wir müssen erst den Schrank sauber machen. Hinter dieser Wand jetzt, der kommt vor, der Peak. Der Peak, Jungs, das ist unter mir, den kriegt ihr. Komm, Jungs, krieg den. Warum kriegt er, muss kriegen? Push ihn einfach. Der liegt. Okay, sehr gut, weiter. Weiter, Jungs. Immer noch hier hinten, die halten jetzt. Okay, hier, genau über uns und vor uns. Der liegt. Kommt mit. Hier hoch. Geht hier hoch. Links von euch, passt auf, und vor euch. Hab ihn, weiter, rechts rum. Komm, Leute, lass rumlaufen ein bisschen. Rechts rum, ganz hinter. Ich bin gelandet. Pass auf, in dem Wohnwagen und so. Hab noch einen, weiter nach vorne, rechts rum. Seid ihr hinter mir? Hier, weiter mir. Rechts. Genau so. Ja, sehr gut. Gut, wir müssen jetzt in die Mitte. Wir müssen abchecken, ob noch welche da sind. Checkt auch die Häuser. Ihr müsst jetzt euch ein bisschen verteilen. Hier sind noch vereinzelt ein paar überall unterwegs. Verteilt euch und schaut nicht. Jetzt liegt es nur noch bei 1v1, dass ihr gewinnt. Wir haben die. Nee, Becky ist tot von denen. Ich denke, wir sind alle. Ich denke, wir haben alle. Seid vorsichtig, ne? Die können immer noch aufstehen, ne? Seid vorsichtig. Ich denke, wir haben alle. 2-mal in den Sieg gecallt. Bruder, wir haben sie wieder. Ich hab wieder den Caller outcalled, Digga. Ey, was ist jetzt eigentlich, Mingle? Zahlen die jetzt aus oder was denn hier los, Alter? Also, ich sag. Ganz ehrlich, das wäre dumm, wenn die nicht auszahlen. Ja, also, eine sehr peinliche Truppe hier. Machen die sich lustig über uns hier, aber... Ich glaube, die zahlen nicht aus. Ach doch, die müssen. Ich glaube, die wollen weitermachen, oder? Oh. Ist der auch von denen hier? Hört mir jetzt genau zu, ihr kleinen Imuchas. Entweder lässt ihr es sein, oder wir werden und nochmal über euch rutschen. Alles, komm nochmal. Was? Hör mir zu, Sensei. Hör mir zu. Entweder ihr zahlt ganz normal wie ganz normale Menschen aus, was auch für euch besser ist. Niemals. Ihr wollt doch auch nicht, dass ihr sehr viel Bestand verliert, richtig oder falsch. Niemals, ja. Ja. Lasst euren Bestand lieber für die Ja, aber die haben halt Dächer. Ja, falsch mal los. Immer ein paar Männer auf verlassen. Hast du verstanden? Ja! Ich hab mehrere Persönlichkeiten! Deswegen, Sensei, nehmt eure Männer, zahlt einfach aus, lasst euren verfickten Bestand für die kleineren Familien und irgendwann mal, Sensei, kannst du zu mir kommen. Oder zu unserer Familie. Wie wieder? Warum? Weil ich Bock habe. Chill doch, Bruder, ja? Mach doch die Arme, Bruder, ja?
Lass doch für die anderen Familien, Bruder. Ja, chill aus. Benko, warte, du bist der Beste. Deswegen sage ich dir jetzt noch einmal: Lass das für die anderen Familien deinen Bestand, glaub mir. Weil ja, Bestand Jungs, ihr solltet ist wirklich ja eure Anführerrolle aufgeben. Macht ihn zum 12er, bitte. Ja, alles gut, ich geh wieder zurück. Leute, du hast was. Ich weiß nicht, wir sind hier bei dieser Haram-Kumar-Platz gekommen. Ich war das nicht, Wallah, ich war das nicht. Wer sonst, Digga? Du bist der Einzige, der das kann. Nein, Wallah, ich war das nicht. Okay, Wallah gesagt. Also okay. Jungs, wollen wir lange labern oder wollen wir weitermachen? Wir wollen lange labern. Ja, wir ziehen noch ab, Jungs, wenn wir fertig sind. Oh, bitte. Es ist 1 Uhr nach Fahrer. Also, wir haben 1 Uhr morgens, lass uns weitermachen. Ja, Mo, musst du auch nicht wegkommen mit deiner Pistole. Wieso führen wir diesen Krieg? Das musst du dich selber fragen. Du hast mir den Krieg erklärt. Du hast Menace den Krieg erklärt. Hast es gewagt, mich zu beleidigen? Ich hab dich nicht beleidigt. Doch, was? Ich hab nur gesagt, soll ich dich an den Haaren ziehen und durch die Straßen schleifen lassen. So wie ich es jetzt getan habe. Warum stotterst du schon wieder, Leute? Nun ja. Also ich hab mehr. Du beantwortest meine Frage nicht. Wieso führen wir diesen Krieg? Das musst du dich fragen. Entschuldige dich und zahl aus. Dann können wir aufhören. Was soll ich denn auszahlen? Meine 400.000, die du mir schuldest. 400.000 Dollar willst du haben. Aber nein, sorry. Das ist mehr, Sensei. Weil Worte, die mich abgestochen hat, sind es 600.000 geworden. Das stimmt ja. Das mit dem Abstechen, Sensei. Ja. Wir sind quitt bei dieser Sache. Mein Blut ist geflossen, dein Blut ist auch geflossen. Jetzt frage ich dich, wie Leute dich auch gefragt hat, warum machen wir überhaupt diesen Krieg? Woran liegt das euch, Jungs. Ja, guck mal, erstens, ist es gerade wirklich euer Scheiß ernst? Fragt ihr mich das wirklich gerade? Das ist wirklich ernst. Ihr meint das wirklich ernst? Oi, Sensei. Oi, vermute, dass die irgendwas vorhaben. Ich glaube, die sind schizophren oder haben Alzheimer oder so. Nein, Sensei. Ich glaube, die haben irgendwas vor, aber wir wissen noch nicht. Irgendeine Rolle spielen wir darin. Verstehst du? Ich spiele keinem von denen eine Rolle. Ihr macht, guck mal, ihr spielt gar keine Rolle. Ihr seid neu in die Stadt gekommen. Warum sollen wir uns mit euch messen? Wir sind auch ganz eine neue Gruppe. Frag doch mal Leute, warum er mir irgendwas vorwirft und mich dann noch beleidigt. Du warst anscheinend respektlos gegenüber Leuten. Er war respektlos zu mir. No. Es geht mir gar nicht um die Respektlosigkeit. Das interessiert mich gar nicht. Es geht darum, dass deine Männer heute mehrmals unsere Männer angegriffen haben, ausgezogen haben und dann niedergeschossen haben. Wie gesagt, das waren nicht meine Männer. Einer wurde doch hier erwischt. Der mit dabei war bei dem Kampf gerade. Welcher? Sensei, er sagt einer Adriano. Vorhin hat er auf Emir angezeigt, den wir vor einer Stunde geblattet haben. Ach so, krass. Also waren es eure Anwärter. Sehr interessant. Nein, war auch kein Anwärter. Ich kenne keinen Adriano. Er ist doch bei euch jetzt. Nicht Adriano, der andere. Er ist aber nicht Adriano. Er ist doch jetzt bei euch. Oh mein Gott, Bruder. Ey, Leute, bitte, mach mich los. Wir gehen kurz nach Hause, rüsten uns aus und dann kommen wir wieder. Nochmal. Mach keine Filme. Ja, nochmal. Ach du heilige Scheiße. Wir reden mit einer Wand. Komm, macht jetzt los. Geh mal zurück zu deiner Leadership. Wir sind noch am Sprechen. Machst du mich jetzt los oder willst du noch irgendeine geisteskranke Scheiße labern? Sei, also, erklär mir eine Sache, Sensei Himura. Wieso willst du mit aller Kraft diesen Krieg weiterführen? Ich führe den so lange weiter, bis du mich auszahlst und dich entschuldigst, du. Ich merke schon, es bringt nichts, mit dir darüber zu sprechen. Also gut, dann sehen wir uns gleich auf den Straßen. Alles gut, bis gleich. Dreh dich um. Ja. Okay. Ey, lass das. Warum? Also ich weiß. Onkel Jaro, das ist für dich! Tut mir leid, aber ich wollte ihn nicht! Okay, ich wollte also direkt. Alles entspannt. Ja. Alles entspannt. Onkel Jaro, das ist für dich. Also, um es genau zu erklären, ist das bisschen gerade blöd gelaufen. Ja, aber ich habe aus Versehen geschlagen. Dennoch wissen wir, was du vorhattest und was auch hier dein Kollege gemacht hat. Und dein Oberhaupt der Familie. Die Forderung ist soeben auf 750.000 gestiegen. 750.000. Eine Million. Okay. Zwei. Drei Euro. Guck mal, Jungs. Leute, kommt ihr nicht weiter? Mach mal deinen Move mit deinen Anheben. Ich glaube, das wird zu viel hier. Ihr kennt. Wieso macht er das aber? Aber warum? Aber wie kann man so blind sein, Junge? Wie kann man so blind sein? Wie? Erklär mir, wie man so blind sein kann. Erklär's mir. Bruder, die OGs haben mich doch gepittet, Bruder. Ja und? Danach bist du trotzdem voll rein in mich rein. Richtung. Warte mal hier links. Die sind von euch rechts. Okay, gib mal Vollgas, fahrt mal hier hoch.
Fahrt mal hier hoch. Warte. Fahrt mal hier hoch. Hoch, 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 hoch. Genau runter. Ja, genau. Ja, pass auf, hoch. Knallt, 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 knallt. Haut sie, haut sie, haut sie, haut sie. Genau hier, haut sie. Sobald es geht, kommt näher zum Haus, kommt näher zum Haus, kommt näher zum Haus. Und steigt hier aus, steigt hier aus. Okay. Nee, sind immer noch nicht ausgestiegen. Doch, jetzt sind alle ausgestiegen. Wo sind die? Wo, 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 wo? Die sind genau vor euch. Die laufen an rechts vorbei, rechts vorbei. Ihr läuft an links vorbei. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Die sind hier rechts. Komm mit vor uns, seid vorsichtig. Kommt mit. Sind rechts vor uns. Jalla, Jungs. Kommt mit, die sind genau vor uns ausgestiegen. Komm mit, hier weiter rechts laufen. Die werden jetzt oben sein gleich. Ist okay, ist okay. Genau vor uns. Achtung, vor uns. Vor uns sind welche. Fahrt, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Pass auf, direkt der Erste, der ganz vorne ist. Pass auf, über dir. Hab einen, komm vor, komm vor, komm vor, komm vor. Alle vor, alle vor, alle vor. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Verteilt euch, macht euch breit. Breit, 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 breit. Oh, einer liegt. Ich hab keine Range. Guter Platz, guter Platz, sehr guter Platz. Von dort kann er, von den Steinen kann er viele holen jetzt, wenn er es richtig macht. Von rechts, von rechts, von rechts. Nicht weglaufen, nicht weg. Du, Mann, Digga, bleib doch im Roadbook! Noch einer, noch einer, noch einer. Da ist noch einer. Amanakoim, da war ja einer. Leute. Aber so über Mendes erzählt man so einiges hier in dieser Stadt. Ich hab gehört, dass er ein dreckiger, hinterlistiger wäre oder sonst was. Ich habe ja zwei Tage hintereinander gegen diesen Mann gekämpft. Aber eins muss ich ihm lassen. Ich habe ihn gefragt, will er ehrenvoll kämpfen oder ehrenlos? Er meinte, er will ehrenvoll kämpfen. Das, was deine Männer und du heute gemacht haben, das hat keiner von denen gemacht. Was? Ich will jetzt wissen. Reden wir über denselben Sergio Mendes? Ja. Der gefesselt die Leute gehen lässt, der alle abknallt und nicht mal einen am Leben lässt? Leute, was für eine Scheiße redest du? Nimm doch noch tiefer in den Mund. Halt deine Scheiße, du Lutscher. Oh, genau so. Einer lutscht bei Sergio Mendes. Leute, einer lutscht bei Sergio Mendes? Nein, nein. Ja, ich sage nur, dass er ein besserer Gegner ist als du. Du bist ein Lutscher. Okay. Hast du den Befehl gegeben, dass deine Leute auf unseren Dächern campieren, während wir hier an der Wand gestellt wurden von euch? Und dann, warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Und dann warten, bis wir vom Krankenhaus kommen, damit die uns wieder umknallen. Hast du das gegeben? Okay, welche Männer waren das von dir? Alle. Nein, 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 nein. Welche waren das, Handy? Alle. Sagt alle Kader. Alle? Ich habe aber eine bessere Idee. Ja, ich war das. Wir gehen jetzt mal mit euch Gassi, Jungs. Ich war das, ich war das. Ich war dabei. Ich hab dir richtig in die Presse geschossen, du kleiner Köter. Du kleiner Pisser. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Ich. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Welche Stimme höre ich da gerade? Der mit dem Fischhaut ist der große Chihuahua. Warte mal, warte mal. Welche Stimme habe ich da gerade gehört? Welche Stimme habe ich da gerade gehört bei dir? In den Reihen. Da willst du einige Stimmen noch hören. Das war noch gar nicht. Dass ich nicht nochmal zu sagen, wer er ist? Sag doch, wer du bist. Wie meint er? Ja, wie meint er? Ein blassen Schimmer, wenn der Geist krank jemand. Meinst du mich? Nein, ich habe gerade gesagt, hat, wen meint er. Ich bin Onkel Ego. Wir haben mit Fufis gefeiert, oder? Habt ihr die schon auseinandergenommen, Jungs? Interessant. Habt ihr die schon ausgeraubt, hier alle? Nein. Alle, habt ihr die auch nochmal kontrolliert hier? Ja, haben wir. Nicht mal essen. Sehr gut. Ja, stimmt, warte, warte. Dann wollen wir mal. Ey, wie ist denn der Typ, der da mitredet? Wer ist denn das? Mhm. Ist das nicht Bek hier? Schau, Hündchen. Ist das nicht Bek hier? Hallo, ey, der ist nicht gefesselt. Hallo, 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 nicht schlagen, nicht schlagen, nicht schlagen, hallo. Hör mir mal zu. Hab ich euch den Befehl gegeben, dass ihr die schlagen sollt? Die hören nicht auf dich. Die hören nicht auf dich. Nicht unter Kontrolle. Er hat die nicht unter Kontrolle. Hä, aber wer war das dann? Der hat dieselbe Stimme wie Bek hier. Ich hab das gesagt. Ich hab das gesagt. Hallo, so. Hier noch einer. Hallo, hallo.